Rentenerhöhung 2024. Wann kommen denn nun endlich die neuen Rentenbescheide, die Rentenanpassungsbescheide? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Man könnte sagen, the same procedure as every year, also jedes Jahr immer das Gleiche. Wenn es eine Rentenerhöhung gibt, sind die Leute völlig elektrisiert. Bis zum 30.06. stehen die unter Hochspannung oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger und warten alle schon auf ihre neuen Rentenbescheide. Stimmen die Zahlen? Kriege ich die richtige Rente ausgezahlt? Stimmt der Rentenwert? Stimmen die Entgeltpunkte? Und. Ja, meine Damen und Herren, ich kann nur so viel sagen. Wie immer in solchen Fällen ganz klar einfach mal auf die Internetseiten schauen vom Postrentenservice, aber auch von der Deutschen Rentenversicherung. Am 15. Juni 2024 geht es wieder los. Millionen von Bescheiden werden gedruckt und werden dann mit der Deutschen Post, mit den Flugzeugen und so weiter und so fort durch die ganze Welt gebracht und verschifft und versandt. Und Sie werden dann alle Ihre Rentenbescheide bekommen. Merken Sie sich bitte folgende Regel: die Ihre Rente vorschüssig bekommen, also Rentnerinnen und Rentner, die vor dem 1.4.2004 ihre Rente erstmals bekommen haben, die werden als allererstes bedacht sein mit den neuen Rentenbescheiden. Aber es gibt auch schon welche, zumindest bei uns in der Rentenpraxis ist es so, dass jetzt schon die ersten neuen richtigen Altersrentenbescheide reinkommen. Da werden dann schon die Renten mit dem neuen Rentenwert ab dem 1.7.2024 berechnet. Natürlich, wenn die Rente zum 1.6.24 beginnt, dann noch mit dem alten Rentenwert, aber dann ist schon die neue Berechnung für den 1.7.24 drin. Alle diejenigen, die ihre Rente nachschüssig erhalten, die werden natürlich dann etwas später ihre Rentenanpassungsbescheide bekommen. Also, meine Damen und Herren, was machen Sie dann, wenn Sie einen Rentenanpassungsbescheid bekommen? Den bitte nicht zusammenknüllen und in die Ecke schmeißen, um Gottes Himmels Willen. Sie heben den bitte schön mal auf. Es ist ein Bescheid, gegen den können Sie auch Widerspruch einlegen. Denn jede Änderung in der monatlichen Rente ändert auch Ihren Anspruch. Das heißt also, wird es weniger oder wird es mehr? Können Sie dagegen Widerspruch einlegen? Würde ich auf jeden Fall machen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie nehmen diesen Rentenanpassungsbescheid, legen den rechts hin, nehmen den aus dem alten Jahr und vergleichen einfach mal die Zahlen. Bitte immer bei der Rentenanpassung niemals die Nettorente vergleichen miteinander, also den Auszahlbetrag, sondern immer nur das, was oben als allererstes steht, die Bruttorente. Die müssen Sie miteinander vergleichen. Das heißt, Sie nehmen die Bruttorente vom 1.7.2023 und vergleichen die Bruttorente mit der vom 1.7.2024. Und die Differenz von beiden muss 4,57% erreichen. Bitte niemals die Nettorenten hier vergleichen, weil dann kommen Sie nämlich wieder zu rentenbescheid24.de und sagen: Ja, wie kann das eigentlich sein? Es sind doch keine 4,57%, es sind doch nur 3,9%. Ja, meine Damen und Herren, das ist dann völlig klar, weil die Krankenkassenbeiträge, die Pflegebeiträge und so weiter natürlich anders ins Gewicht fallen, stärker möglicherweise ins Gewicht fallen und dann Sie dadurch eine gefühlte geringere Rentenerhöhung bekommen. Aber die Rentenerhöhung bezieht sich immer bitte auf die monatliche Bruttorente. Und deshalb vergleichen Sie das. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, aber bitte nicht an der vierten Stelle hinterm Komma, da brauchen Sie mir bitte nicht damit zu kommen, sondern wenn da eine völlige Fehlberechnung ist und Sie dann auf einmal 5 € weniger Rente bekommen statt 10 € mehr, dann sollten Sie bitte gegen den Bescheid Widerspruch einlegen. Also in gespannter Erwartung, Millionen Rentenbescheide werden versandt. Die Drucker laufen heiß beim Postrentenservice. Ich würde es ja mal gut finden, wenn wir dann irgendwann mal nicht mehr sagen, dass die Drucker heiß laufen, sondern die Standleitungen im Internet quillt dann ein bisschen über, sodass wir nicht mehr unnötig Papier versenden müssen und einen Haufen also hier Druckertusche und Tinte verballern müssen, was ja auch alles unnötig ist, sondern dass es ein System gibt, dass die Menschen ihre Rentenbescheide sicher bei der Rentenversicherung abrufen können, sie nur noch eine Mail bekommen, wo drin steht: Jetzt können Sie Ihren neuen Rentenbescheid abrufen. Das wäre doch mal was. Vielleicht kriegt ja das die Rentenversicherung technisch auch irgendwann mal so hin, dass wir alle kein Papier mehr hier hin und her senden müssen. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ab 15. Juni geht es los. Ende der ganzen Maßnahmen ist dann irgendwann mal Ende Juli 2024. Wer seine Rentenanpassung nicht bekommt, der sollte bitte bei seiner Rentenversicherung nachfragen, was da los ist. Ich würde den Versuch beim Postrentenservice da anzurufen, es schlicht und ergreifend sein lassen. Da kriegen Sie keinen ran. Das macht absolut keinen Sinn.
dann wenden Sie sich doch bitte an Ihre Rentenversicherung und fragen nach, was da los ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer und jedes Jahr um dieselbe Zeit auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Viel Freude mit Ihrem neuen Rentenbescheid, viel Freude mit Ihrer höheren neuen Rente. Ich freue mich da wirklich auf Sie. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.